Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, kommt da? Ich dachte erst, er wäre ein Supermutant, der Typ hier. In der letzten Folge haben wir, sind wir irgendwie random durch die Gegend eigentlich gelaufen und haben hier so eine Händlergruppe getroffen, die sich nicht einigen konnten. Und ja, jetzt sind wir hier in Diamond City, vor Diamond City, und ich habe geplant, mal hier runter zu gehen. Aber wir haben ja noch gar nichts erkundet und ja. Okay. Ich glaube, da war ich schon, ne? Ich will die und die Mission ja aus dem Weg räumen. Also gehen wir mal random dahin, ne? Ich habe übrigens jetzt mal zwei neue Waffen dabei. Und zwar einmal eine Impro-Pistole, mit der ich wahrscheinlich ballern werde. Weil, ja. Ich habe nicht mehr viel Munition und von diesem Waffentyp habe ich noch irgendwann mit 3000, deswegen sollte ich vielleicht damit hier rumlaufen oder mit Grognacks Axt. Also muss irgendwie Munition sparen. Ich bin irgendwie zu geizig, Geld für Munition auszugeben. So, ich erinnere mich an den Ort hier. Da wurden wir voll erledigt immer. Und hier war irgendwo die super starke Blähfliege, ne? Ich habe Kotzwert übrigens mitgenommen. Bin ich eigentlich gut ausgerüstet? Ja. Gucken wir mal. Wir gehen schon mal falsch. Alles gut. Wir sind da lang. Nochmal Licht aus. Speicher. Nochmal. So, haben wir nicht hier die Zigaretten gefunden? Unserem Kindereinführer. Na, dann sind wir hier lang gegangen, genau. Machen wir nicht nochmal. Ein bisschen lauter, damit ich was höre. So. Da haben wir eine Polizeiwache wieder. Wenn dieser Sterne Polizeiwache ist und da ist mit Sicherheit irgendwas drin. Ich habe mit der Impro-Pistole hier gerissen kriege. Und was machen wir das da hinten? Da leuchtet das so auffällig. Na, oh, Jet und Fockix Geld. Ich hatte übrigens voll viel Vorkriegsgeld, womit ich irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Kronkorken und so bekommen habe. Da habe ich alles schön verkauft. Leuchten, das macht mich schon wieder neugierig. Ich muss noch auswendig wissen, was die ganzen Dinger machen, die ganzen Zeichen, was die bedeuten. Da brennt es. Gehen wir da mal nicht hin. Ja, was ist das? Wollte ich gar nicht machen. Oh. Hallo. Ich wollte eigentlich ranzoomen. Hallo? Hallo? Warum seid ihr an? Nein. Oh Gott. Ja, wie soll ich denn den erledigen? Habe ich einen Impuls-Dinger? Nee, nee. Super. Ja, den schaffe ich nicht. Alter. Lauf doch hier weg, Mann. Ah. Warte mal, ein Auto. Schon explodiert. Warum explodiert das Ding nie, wenn ich es will? Boah, wie schnell ist das Ding? Alter, ist er da? Nee, kann ich schon vergessen. Ach man.
Ich überlebe jetzt sogar. Ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich will eigentlich irgendwie sterben. Und da hinten wartet ein Supermutant. Super. Mit so ein Explosiv-Dingen, glaube ich. Ja, mit der Waffe kriege ich nichts gerissen. Nicht gegen das Viech. Ja, und nicht mehr so viel Munition, Mann. Warte mal, ich habe auch Kellogg's Pistole dabei. Kann ich was benutzen? Wie sieht irgendwie übertrieben viel ab. Ich will jetzt nicht wieder 20 Minuten hier verschwenden. Ich versuche gegen das Viech zu kämpfen, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich sterben werde. Den ignorieren wir mal gekonnt. Alter, er verfolgt mich immer noch. Hallo, was geht, na? Oh Gott. Weiß ich nicht. Da ist auch eine Mine, da ist auch eine Mine. Wenn ich Glück habe, versieht er mich und kommt nie wieder zurück. Ich meine, der verliert mich aus den Augen oder irgendwie so hat. Das Kotze, okay. Gegen das Viech kämpfe ich nicht, ey. Habt ihr noch nicht mehr alle. Versuch mal, die Roboter da zu aktivieren. Die sollte man, glaube ich, vorher aktivieren, ne? Okay, da ist irgendein Zeichen von der Railroad. Sag mir nicht, dadurch konnte man das Ding irgendwie modifizieren, sag ich mal. Wie schön. So, wer geht auf mich los? Ja, noch schöner. Mit ich sowieso wieder alles aussortieren nach der Aufnahme. Okay, war mal wieder ein Spaß. Hey, bitte nicht auf mich losgehen. Okay, was ist da? Da leuchtet es richtig blau. Was? Du bist aber voll angeschlagen, sehe ich gerade. Und die sind natürlich wieder auf mich los jetzt. Warum? Warum gehen die immer auf mich los, wenn ich die aktiviere? Ich weiß halt mal mit den Persönlichkeit-Dingen, boah, zu tun, aber trotzdem. Aber ich sage, die immer auf mich losgehen. Was kann ich mich nochmal mit dem rumschlagen? Oh, echt? Gibt's doch einfach nicht. Und du mir mal um die Ecke hier. Boah, wat? Oh nein, ich muss wegrennen. Oh. Oh, damit mache ich ja gar keinen Schaden. Ah, nicht mehr so eine viele Munition.
Ha. Der greift mich, der schießt gar nicht auf mich. Okay, ist eigentlich gut, ne? Wie Gleisbolzen. Schießt du mit Gleisbolzen auf mich? Alter! Wie viel Schaden? Vero tötet mich jetzt. So, wenn ich Schnauze. Mein Gott. Ups, nein. So, von die Schnauze voll immer, nachdem ich 10 Minuten hier am Umballern bin, noch drauf zu gehen. Ist da hinten noch so? Wo sind die? Alter! Findest du nicht, dass es ein bisschen übertrieben hat, den Schaden wieder angeht? Ich muss doch nicht alles hier immer so viel aushalten. Ich weiß, es ist auf Überleben, aber trotzdem, mein Gott. Ich muss mich doch nicht hier alles hier... Ja, Kotzbeut, hilf mir. Kann ich alles immer so viel aushalten, meine Güte. Bin fertig, Kotzbeut. Schleichangriff, was? Hat. Halt. So. Haben wir das? Mal wieder Leute angegriffen, obwohl ich hier. Wo die sind Viecher, ne? Wenn die nicht getötet werden wollen, warum rennen die dann die ganze Zeit um mich herum? Jedes Mal. So, das haben wir geschafft. Da ist das blaue Licht jetzt hin. Wir sind weg. Super. War gerade blaues Licht. Es leuchtete blau. Wer war da? Ich gehe mal zurück. Wo habe ich das blaue Licht gesehen? Alter. Ist mich jetzt in Ruhe oder nicht? Ja, selber schuld. Vorsicht, Sir. Ich glaube, wir werden verfolgt. Auf mich los, was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da krieg ich was von dir wenigstens. Ich krieg noch nicht mal irgendwas. Nein, nachher. So, blaues Licht ist weg jetzt. Goll. War da. War da auf jeden Fall. War bestimmt nichts Besonderes, aber trotzdem. Nee. Oh, nee. Wenn ich schon gesehen wurde, ich werde doch immer irgendwie gesehen, auch wenn ich am Schleichen bin.
Caroline Hill Estates, ja. Ja, wahrscheinlich bei irgendwas alle tötet hier, ne? Ist auf der anderen Seite festgekettet. Oh, hallo. Ist eine Falle direkt. Oh, hi, das ist mal cool gemacht. Jetzt fangen wir auch an. Oh, hi. Verdammt. Warte, was, kümmere dich mal um die. Euch brauche ich nur die Axt. Sehr gut gemacht. Oh, ist ja die Treppe runtergefallen. Ah, okay. Und sogar mehr, als ich gedacht hätte. Schirm, der im Dingen drin ist. Und toll, hat man hat jetzt nur gemacht, um die Golia zu befreien oder was? Mensch, haben die es echt geschafft? Bestimmt eine andere Geschichte, ja. Haben wir jetzt einen Schlafsack auf dem Bett? Ah, wir haben gerade noch Zombies gelebt, aber Ghule, Entschuldigung. Aber egal. Ja, jeder Ort hier hat seine Geschichte anscheinend. Oh, mehr ist ja aber nicht, ne? Okay. Ja, jetzt sieht aus wie Dingens hier. Hier ist der Ort hier. In Fallout 3. Fairline Hills Estate. Ja, bestimmt eine Siedlung machen, ne? Was wäre diese eine Stadt aus. Nicht Stadt, aber. Diese Simulation in Fallout 3. Da passiert ja angeblich auch eine richtige Stadt. Also im Spiel auf jeden Fall. In Fallout. Das ist nicht aber auf einer richtigen Stadt. Also ganz richtige Stadt. Also im echten Leben passiert. Aber ihr wisst schon, ne? Von wo? Den habe ich bekommen, ne? Ja. Mein Gott, ist meine Strahlung schon wieder hoch. Hat vor ein Ghoul, halt drei Ghule ungefähr. Davor war die auch ein bisschen hoch. Oh, guck mal, was hier alles ist. Nicht da innen. Ja, gut.
Meine Neugierde wurde geweckt. Ich weiß, sollte man mit der Story irgendwie weitermachen. Aber lassen wir das. Vor allem, wenn man die Story weitermacht, bekommt man meistens voll geile Sachen. Du warst mir bei den Vorteilen in Skyrim. Deswegen soll ich vielleicht hier auch weitermachen. Aber lassen wir das. Ja, ich weiß, ich habe ein Level up, aber also auf Level 30 kann ich ein paar Sachen wieder leveln, die ich brauche. Ich will keine Punkte verschwinden. Ja, Mr. Cotsworth. Wir sind schon in einem Gebäude drin. Findest du auch nicht irgendwie so seltene Sachen? Also seltene Waffen einfach so beim Looten. Doch, ne? Ich habe auch schon mal hier so einen seltenen Schraubenschlüssel irgendwie gefunden. Oder Schraubendreher. Oder Rohrzange. Ich auch sehr selten. Weil ich der Big Jim im Wardenskeep war, das glaube ich. Mein Gott, ich kenne mich hier schon zu gut aus. Geschafft. Aber gleich ist mein Gewicht wieder voll. Aber am Ende bin ich sowieso hier fertig. Und bin ich ja eigentlich auf dem Weg zu dieser Siedlung, Mann. Aber ich kann ja nicht einfach hier so ein Gebiet ignorieren, hallo? So, nächstes. Boah, jedes Mal, wenn ich die Treppe hier runtergehe, ne? Jedes Mal kommst du mir an dazwischen. Obwohl, das ist aber nicht die Stadt aus der Simulation. Sieht ein bisschen anders aus. Gibt es auch nicht sehr viel zu looten. Ein paar Stimpaks kriegen wir hier. Stimpaks habe ich genug. 51, okay, das werden Schritt für Schritt immer ein bisschen weniger, aber. Jetzt nicht wirklich. Lebensbedrohlich weniger. Was für ein nettes kleines Eckchen. Ich frage mich, warum. Nicht mal geschlossen. Was für ein nettes kleines Eckchen. Warum sagst du das jetzt schon wieder die ganze Zeit? Und jetzt will ich schon wieder hier runter und du stehst mir wieder davor. So, keine Siedlung anscheinend. Ist aber nichts hier. Ramen. So, weiter. Irgendwo da lang müssen wir. Und da sieht aus wie eine riesige Stadt. Da ist ein Krankenhaus. Hier ist ein Parkhaus. Da leben aber irgendwelche. Guck mal, das sieht so aufgebaut aus. Da leben auf jeden Fall welche. Und da habe ich gerade irgendwas. Was sind das, die Grafiken? Weiß ich nicht. Lebt auf jeden Fall irgendjemand. Gehen wir mal da rein. Fallons. Ist mein Pip-Boy. Ja, macht den mal aus. Da sind Supermutanten, geil. Zwei Supermutanten, Selbstmörder. Ach, verdammt. Geht's dir gut, Cotsworth? Boah, mit der Waffe, ne? Aber keine Munition mehr. Oh nein. Oh Mann, echt?
explodier, verdammt. Nicht in dieser schönen Stadt hier, nicht in diesen dieser schönen Siedlung. Was? Wird begegne ich nur Toten werden bis jetzt. Ja. Ich begegne nicht nur toten Bären bis jetzt. Wollen wir mal den einen noch kaputt hauen. Der steht immer noch genau da. Boah, echt? Ich muss die unbedingt verbessern, aber ich glaube, die ist schon halbwegs verbessert. Oh, was? Wo kommst du her? Oh, jetzt sehe ich wieder nichts. Naja. Ich treffe ich nicht. Sag ich doch. So dämlich, ey. Alter, warum hält eigentlich alles so viel aus? Ich wollte den eigentlich nicht mitnehmen, den Hammer. Danke. Er hitzt super Hammer. Was? Der ist gut. Ich muss noch eine Sache loswerden hier. Damit so gut, weiß ich nicht. Ignorieren wir mal das Gebiet da und gehen in der nächsten Folge Richtung hier. Ja, okay. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.